Ausgeführt von Marina Abramovic. Aktionshose Genitalpanik ist Teil des Kunstmarathons. Abramovic ist geübt im Einsatz ihres Körpers für die Kunst. Seit 1972 dient er der First Lady der Performance zur Bearbeitung von Themen um den menschlichen Körper. Manchmal bis an die Schmerzen. Zwei Requisiten benötigt die Künstlerin, um Aktionshose Genitalpanik aus dem Jahr 1969 nachzustellen. Erstens eine Maschinenpistole, das Symbol der Macht in jenen Jahren des Kalten Krieges, aber als solches Schnee von gestern für das Publikum von heute. Und zweitens die Aktionshose, die den Blick auf die Scham der Trägerin freigibt. Das Original trug seinerzeit die Wiener Künstlerin Walli Export. Mitten in der sexuellen Revolution schritt sie in der Aktionshose durch die Sitzreihen eines Münchner Pornokinos. Durch jedes Kunstwerk, also das man macht oder was, hat man einfach eine Selbsterfahrung, weil man ja sich selbst immer erfährt, ob man es überhaupt auf den Punkt bringt. Was 1969 auf der Leinwand niemand schockierte, machte als Live-Performance manchem Zuschauer Angst. Dieses Genitale und das Panische und das Davonlaufen und diese Angst davor oder was, war ja auch ein Ausdruck der Zeit. Eine Grenzüberschreitung, zumindest für die bürgerliche Gesellschaft, die noch nicht begreifen wollte, was die junge Generation schon im Programm hatte. Die Emanzipation der Frau. Ende der 60er Jahre scheuten junge Künstler die Museen. Zu konservativ. Und die Museen scheuten junge Künstler. Zu provokant. Heute ist Nacktheit kein Aufreger mehr. Eine Waffe auch nicht. Nicht im Land der Waffenfreiheit und nicht in einer Gegenwart, in der Nacktheit und Sexualität als Themen kein Tabu mehr sind. Während Walli Export 1969 das Publikum noch in Panik davonlief, bleiben die Besucher im Guggenheim Museum im Jahr 2005 ruhig. Ruhig und irgendwie auch ratlos. In diesem Überangebot mag ein politisches Statement wie Aktionshose Genitalpanik über 3 Jahrzehnte nach seiner Uraufführung vielleicht noch eine Berechtigung haben. In der Wirkung hat es aber kaum noch eine Chance.